Warum es so schwer ist, positiv zu denken. Ich gehe direkt ins Thema rein, wie ihr mich in meinem Kanal kennt. Und zwar, viele Menschen haben im Alltag einfach das Problem, positiv zu denken. Sie wissen genau, wenn ich jetzt negativ denke, dann manifestiere ich irgendeinen Mist. Ich muss positiv denken, aber ich kann einfach gerade nicht. Es gibt Situationen, es gibt Momente, wo wir nicht positiv denken können. Und wir können uns dann auch im Leid suhlen, im Kummer suhlen. Es ist in Ordnung, sollte nur nicht zu lange sein. Und da ist jetzt der Knackpunkt. Manchmal, es gibt emotionale Räume, in denen wir uns befinden können. Und wenn du gerade in dem Raum bist, wo du mit Kritik, mit Angst, mit Sorge, mit einfach niedrig schwingenden Gedanken und Gefühlen beschäftigt bist, ist es schwierig, die andere Tür aufzumachen, die auch in dem Raum noch ist, die zu den positiven Gefühlen dich führen kann. Was dir helfen kann, um da rauszukommen, ist dir zu überlegen, was kann ich tun, um mich besser zu fühlen. Gibt es jetzt irgendetwas wie Joggen gehen, Sport machen gehen, fällt oft sehr schwer. Also gerade auch depressive Menschen, Menschen, denen es emotional sehr schlecht geht, die bewegen ihren Körper nicht. Die sind dann, kennt ihr, man sitzt einfach nur so zusammengekauert da. Eine neue Körperhaltung, Anthony Robbins fällt mir gerade ein, hatte das in einem der Seminare mal, ich war nur auf einem. Aber ich habe mir welche noch angeguckt auf YouTube. Hatte das, ich glaube, das war damals in London, hat er, ja genau, da hat er auch jemanden drangenommen gehabt, der gesprochen hat und er meinte schon, seht ihr seine Körperhaltung, der Mann ist depressiv. Und also er hat sich auch gemeldet, ne, weil es wurde gefragt, wer ist hier depressiv, haben sich viele gemeldet, er hatte sich auch gemeldet und er meinte, das sieht man schon an deiner Körperhaltung. Verändere nur schon deine Körperhaltung und Lächeln verändert schon ganz viel. Auch wenn wir denken, was ein Blödsinn, das macht doch meine Probleme nicht weg. Trotz allem macht es was mit dir. Deine Körperhaltung und deine Gesichtsmuskulatur hat Einfluss auf die Hormone im Körper, die dafür zuständig sind, was du fühlst. Weil die Gefühle werden ja durch Hormone gesteuert. Und wenn du das schon weißt, denkst du dir, okay, dann bewege ich mich anders. Vielleicht ziehst du dir was Schönes an. Vielleicht, wenn du eine Frau bist, schminkst du dich und machst dich hübsch, wenn dir das gefällt, wenn du dich danach besser fühlst. Ja, du kannst ein Bad nehmen, du kannst schwimmen gehen, ein Bad nehmen. Die Heizkosten werden neu jetzt teuer. etwas machen, was dir wirklich Freude bereitet. Fahrradfahren, Inliner fahren, machst schöne Musik an, schaust dir etwas Witziges an. Die Sache ist ja, diese Tipps kennt ihr vielleicht schon, aber das Umsetzen ist ja das Problem. Man sitzt dann da und wartet manchmal wirklich wie so ein kleines Kind. Ich möchte es jetzt gar nicht so böse sagen, weil wie oft saß ich auch in diesen dunklen Räumen, wo ich mich schlecht gefühlt habe und man konnte mich da erstmal nicht rausholen, weil ich auch nicht wollte. Ich wollte einfach erstmal drinbleiben. Unser Körper, wenn er es gewohnt ist, ständig in diesen dunklen Räumen sich aufzuhalten, in diesen dunklen emotionalen Räumen, dem fällt es schwer, mal in einem sonnigen, luftigen Raum sich zu bewegen. Das fällt einfach einem schwer. Du kannst dich schrittweise daran gewöhnen, dass du mal für eine Minute versuchst zu lachen wegen irgendetwas. Und dann gehst du halt wieder zurück in deine Trauer. Und dann wieder eine Minute. Dass du so täglich sagst, gut, heute mache ich mal 5-mal etwas, was mir wirklich Freude bereitet. Oder ich schaue mir etwas an, wo ich zum Lachen komme, wo ich mich gut fühle. Ich versuche mal meine Körperstatur zu verändern. Ich gehe mal einen Spaziergang machen. Das verändert ja oft schon die Stimmung. Also deswegen fällt es einem schwer, sich positiv zu fühlen, weil man sich in diesem dunklen, emotionalen Raum befindet. Und den Nichtschalter nicht findet und auch keinen Bock hat, mal so rumzusuchen, wie komme ich jetzt in dieses Positive rein. Man wartet manchmal schon fast unbewusst darauf, dass jemand anderes dich rauszieht. Es wird aber keiner für dich tun. Du rettest dich nur da selber raus, indem du den ersten Schritt machst. Und der erste Schritt ist immer der schwierigste. Genauso wie beim Zug und auch bei der Rakete. Der erste Schritt, dass die in die Bewegung kommen, da braucht man sehr viel Energie. Die Rakete braucht ganz viel Auftrieb, also wirklich unglaublich. Und wenn es aber einmal am Rollen ist und wenn es einmal am Fliegen ist, dann geht's ab. Dann wird es immer leichter. Dann, kann ich euch versprechen, wird es wirklich immer leichter. Und wenn ich hier in die Kamera lache und ihr mich so positiv seht, heißt das nicht, das habe ich früher auch immer gedacht, wenn ich solche Menschen gesehen habe, bei denen geht's ab. Die hat alles, was sie sich wünscht. Tollen Mann, viel Geld, keine Ahnung, tollen Partner, schönes Haus. Selbst wenn man das hat, selbst wenn es da ist, heißt es nicht, dass es dir emotional viel, viel besser geht. Wenn du gewisse Ziele erreicht hast, ist es fürs Ego richtig geil. Du denkst hier, du wärst, keine Ahnung, der Beste, aber emotional bist du immer in dem Zustand, den du so kennst. Es ist deine eigene Aufgabe, dich immer wieder rauszuziehen, egal was in der Vergangenheit passiert ist, egal was du auch aktuell erlebst. Ich meine, es gibt immer noch aktuell Dinge, die ich erlebe, die wehtun, die schmerzhaft sind und die, also wenn ich mich damit ständig beschäftigen würde, und irgendwann werde ich es euch auch erzählen,
da kann man depressiv werden. Da kann man wirklich depressiv werden und ja, aber da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Es ist wirklich meine Hauptaufgabe, Wege zu finden, mich gut zu fühlen. Natürlich das zu verarbeiten, was ist und mich so gut zu fühlen, wie es nur geht und dem zu folgen, was mir Freude macht. Nebenbei, gleichzeitig läuft das, was gerade einfach unangenehm ist. Ich erlaube dem da zu sein. Ich kann es jetzt eh nicht verändern. Also wenn ich es wegmachen könnte, würde ich es sofort wegmachen. Da es aber nicht geht, ist es halt da. Und ich gucke, dass ich nebenbei trotzdem Dinge mache, aufbaue, mich gut fühle, das Leben genieße, wirklich Wege finde, das Leben zu leben. Damit, wenn ich dann am Sterbebett bin, nicht Schuldgefühl habe, nicht dieses Gefühl habe, scheiße, ich habe so viel verpasst, nur weil ich die ganze Zeit gelitten habe wegen der einen Sache da. Wäre so einfach, deswegen zu leiden, wirklich. Und ich merke auch, wie oft mein Schmerzkörper immer wieder sich dahin gezogen fühlt, leiden zu müssen und sich darüber aufzuregen und was weiß ich was. Aber es macht mein Leben wirklich nicht mehr lebenswert, wenn ich ständig mich mit Dingen beschäftige, die zwar auch da sind. Ich kann das verarbeiten für mich und dann gucken, mich mit Dingen zu beschäftigen, die gut sind. Und ich sage das extra und erzähle das extra, weil ich weiß, dass es jetzt an die richtigen Personen kommen wird. Weil ich war auch früher so, dass ich echt immer gedacht habe, Leute, die ich sehe, entweder im Außen oder auch in den Kamera, also auf YouTube zum Beispiel oder egal wo, im Fernsehen, die scheinbar glücklich sind und zufrieden sind und da läuft alles bestens. Ich dachte immer, bei denen läuft es bestens, weil sie ja nicht so leiden, wie ich leide. Bei denen sieht es anders aus. Und das ist nicht wirklich die Wahrheit. Ihr wisst, wenn du anfängst, oder ich, also was ich merke, es gibt gleich eine Buchvorstellung, die werde ich nach diesem Video drehen. Wenn man anfängt, sich mit seinem eigenen Bewusstsein, mit der Psyche, mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, kommt man raus aus diesem Opferdasein. Wirklich. Und da habe ich ein richtig tolles Buch, das werde ich jetzt gleich im Nachgang dir empfehlen und vorstellen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link, trag dich sehr gerne ein. Wir können telefonieren kurz und schauen, ob es passt. Und wenn ja, begleite ich dich sehr, sehr gerne. Begleite ich dich sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.